Flughafen München. Irmi Schlosser kurz vor dem Abflug. Keine Zeit mehr für Zweifel oder einen Rückzieher. Seit wenigen Wochen hat sie einen Freund. Jetzt müssen die beiden erstmal 6 Wochen ohne einander auskommen. Die erste Bewährungsprobe. Der Flug von München nach Kalkutta dauert 9 Stunden und bringt die junge Internistin in eine komplett andere Welt. Wenn in der Hauptstadt des Bundesstaates Westbengalen die Sonne aufgeht, erwacht die Stadt zum Leben. Schon immer war Westbengalen ein von Zustrom, Migration und Durchreise geprägter Bundesstaat. Er gehört zu den bevölkerungsreichsten Indiens. 15,5 Millionen Menschen leben in Kalkutta. Über 60 Jahre nach der Unabhängigkeit Indiens suchen immer noch viele Zuwanderer aus den ländlichen Gebieten Arbeit in Kalkutta, dem Zentrum des sonst schwach industrialisierten indischen Nordostens. Mit einfachsten Mitteln kämpfen die Menschen ums Überleben, meistern ihren Alltag und träumen von einem besseren Leben. In einer Stadt voller Smog und Schmutz, mit der Sauberkeit einer westlichen Stadt nicht zu vergleichen, Europäer müssen sich stark umstellen, um in Kalkutta leben zu können. We want to come with you. Where can we get? Jan and Volker, they are in front. We come with you, or no? Irmi Schlosser will 6 Wochen lang in Kalkutta leben, arbeiten und helfen. Bei den Ärzten für die dritte Welt. Die Ärmsten der Armen können ihren Kindern keine medizinische Behandlung ermöglichen. Mit einfachsten Mitteln kommen die deutschen Ärzte den Menschen zu Hilfe. Das Projekt in Kalkutta geht mittlerweile jedoch über die einfache Basismedizin hinaus. Die bayerische Ärztin ist aufgeregt. Wenn man nicht weiß, was für Patienten kommen, was für Krankheiten kommen, dann ob man dem Ansturm gewachsen ist, den man sich jetzt so im Kopf vorstellt. Täglich warten 150 bis 200 Patienten an den verschiedensten Standorten in den Slums auf Hilfe. Ich hoffe, ich habe alles dabei. Also mir ist gesagt worden, Stethoskop, Ohrenspiegel, Untersuchungsleuchte, Stifte, Textmarker. Irmis erster Einsatz ist an der südwestlichen Stadtgrenze Kalkuttas. In unmittelbarer Umgebung eines weit verästelten Slums rund um die lokale Eisenbahnstation. Auch aus dem ländlichen Umfeld erreichen uns zahlreiche Patienten. Wir scheinen für einen weiteren Umkreis die einzige öffentliche medizinische Anbieter zu sein. Der Andrang an Patienten ist sehr hoch. Die Kinder sind unterversorgt oder müssen geimpft werden. Aus unbekannten Gründen kommen besonders viele Tuberkulosekranke an diesen Platz. Denkt sie dann natürlich, warum habe ich mir das jetzt eigentlich angetan? Ein scharfer Gegensatz zu ihrem bisherigen Arbeitsplatz in der Kreisklinik Trostberg. Asthma Hotz A. Hier im Landkreis Traunstein sind moderne Labor- und Röntgendiagnostik Standard. Auf Visite ist Irmi nie allein. Zu dritt wird jedem Patienten immer genügend Zeit gewidmet. Wenn ich mir vorstelle, irgendwas von 100 Patienten hieß es, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen im Moment, wie das an einem Tag gehen soll. Wenn ich denke, ich habe so 15, man weiß viel von den Patienten, man hat Laborvoruntersuchungen dort, die Patienten kenne ich ja alle nicht, muss man dann irgendwie sofort darauf einstellen, auch auf vielleicht Erkrankungen, die ich jetzt gar nicht so kenne. Zurück in Indien. Chaos statt koordinierte Abläufe. Wie muss ich jetzt fragen, wo ich hin muss? Ich kenne mich doch nicht aus. Die junge Ärztin muss sich erst mal zurechtfinden. Ist das mein Platz dann quasi? Okay, und wo sitzt du? Ah, sehr gut. Kinderfragen gleich an dich. Und ja, gut, ihr müsst mir das jetzt sagen. Ich weiß nicht so richtig, wie das läuft. Okay. Die Patienten müssen sich anstellen. Notfälle kommen zuerst dran. Alle anderen werden gestempelt und noch am gleichen Tag behandelt. Wer keinen Stempel bekommt, muss an einem anderen Tag wiederkommen.
Ich komme mal mit dir mit und schauen wir das einfach mal an. Ne? Ich habe bisher das immer Evelyn gemacht. Ja, genau. Ich bin auch mal nur mitgelaufen. Jetzt bist du der Große. Jetzt, so ist das. Zwei Wochen Dienst, schon bist du groß. Der Dienst für die German Doctors beginnt um 8.30 Uhr. Die Patienten hingegen warten schon seit Sonnenaufgang. Spannend, was die alle so haben und was die alle so erzählen. Oh je. Die junge Ärztin findet manchmal keine Worte. Eine Patientin liegt auf dem Boden. Ein Notfall. Da ist eine, die ist ziemlich schlecht bei Antibiotikum. Eine alte Frau kann vor Schmerzen nicht mehr alleine laufen. She has a lot of pain. Sind umfangreichere Untersuchungen nötig, werden die Patienten zu den nahegelegenen privaten Diagnostikinstituten überwiesen. Die draußen schon so lag und die hat so einen Anusprolaps, die muss man ja chirurgisch machen, oder? Anusprolaps? Ja, so ein Stück. Ja. Dieser Frau kann ambulant nicht mehr geholfen werden. Muss jetzt ins Krankenhaus eingewiesen werden, aber meine Übersetzerin organisiert das jetzt Gott sei Dank für uns. Überweisung an eine Fachklinik. Hoffentlich erhält sie dort die Behandlung, die sie jetzt dringend benötigt. Dieser Mann kann nicht mehr gehen. Häufig sind es Tuberkulosebakterien in der Wirbelsäule oder im Gehirn, die zu einer solchen Lähmung führen. Der Lebensraum vieler Tuberkulosepatienten ist sehr einfach. Das Zusammenleben auf engstem Raum ist Auslöser für eine epidemische Übertragung der Krankheit. Selbstgebautes Zelt, mehr ist das nicht. Betroffen sind besonders Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder einer genetisch bedingten Anfälligkeit. Die Übertragung erfolgt in der Regel durch Tröpfcheninfektion. In diesen muslimischen Ghettos leben die Menschen auf allerengstem Raum. Bis zu 8 Personen in einem winzigen Zimmer. Dann müssen die da in dieser Bude hocken, da zu 6. Die Menschen kämpfen vor allem mit schweren Vitaminmangelerscheinungen. Kinder werden blind, weil sie kein rotes Gemüse essen. Krankheiten verbreiten sich. Okay. Guck ich mir nochmal den. Oh je, die sind aber mächtig. Ja, da haben wir kleines Publikum bekommen. Ja. Yes. Die Sonne brennt vom Himmel. Trotzdem sehen viele Menschen tagelang kein Sonnenlicht, weil sie nicht aus den Slums herauskommen. Die Folge: starker Vitamin-D-Mangel. Er führt bei Kindern zu Knochenmissbildung oder organischen Schäden. Auslöser für viele Infektionskrankheiten sind zudem die schlechten hygienischen Verhältnisse. In fast allen Gegenden Kalkuttas fehlt das Verständnis für Sauberkeit. Um die Tuberkulose einzudämmen, erhalten die Patienten von den German Doctors regelmäßig Medikamente. 7 Tabletten täglich. 2 von diesen, 2 von diesen, 2 von diesen und eine von der. Bei diesem Mann hilft jedoch auch das nicht mehr. Just discuss one moment with Volker. Den hat Evelyn die ganze Zeit gesehen und wartet die ganze Zeit darauf, dass der wiederkommt. Und wenn der kommt, soll der sofort quasi zu Tobias fahren. Tobias Vogt ist der leitende Arzt der German Doctors in Kalkutta. Mediziner in dieser Funktion bleiben häufig bis zu einem Jahr vor Ort. Tobias Vogt bricht alle Rekorde. Seit 12 Jahren hält er die Stellung. Unermüdlich setzt er sich dafür ein, die Lücken der medizinischen Versorgung in Kalkutta zu schließen und die weit verbreitete Tuberkulose in den Griff zu bekommen.
Tobias entscheidet, ob eine größere Operation eines Patienten ansteht. May need some operation for him. The bore operation like this. Teure Operationen müssen genauestens dokumentiert werden, damit klar ist, wohin die Spendengelder fließen. Wird mindestens 1.000 bis 1.200 Euro kosten. Krankenhausaufenthalt, der mindestens 6 Monate dauern wird und auch nochmal insgesamt vielleicht 1.000 Euro kosten wird. Wenn er überhaupt noch eine kleine Chance haben will, wieder ans Laufen zu kommen, dann muss das jetzt zügig operiert werden. Jeden Tag geht Tobias in die Slums, behandelt hunderte von Patienten pro Woche, bildet die ankommenden Ärzte aus, überlegt sich neue Lösungsansätze für schwere Erkrankungen und hält Kontakt zu Deutschland, um medizinisch auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Es gefällt ihm nicht wirklich im chaotischen Kalkutta, doch er bleibt trotzdem. Sie können halt jeden Tag also Menschen finden, wo sie mit relativ überschaubaren Mitteln ein ganzes Leben noch mal ganz rumdrehen können. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen retten können, aber sie können halt Leute, die auf eine ganz schlechte Bahn kommen oder ganze Familien, die auf eine ganz finstere Zukunft blicken, mit relativ überschaubaren Mitteln wieder auf einen guten Weg bringen. Ne? Und das ist natürlich was Faszinierendes und das macht mir auch Spaß. Ne? Weil die Stadt nicht besonders toll ist zum Leben, aber die Arbeit ist faszinierend. Wenn das jetzt von der Arbeit aus zu Hause ginge, könnte ich mir schon vorstellen, länger zu bleiben, vielleicht 3 Monate, vielleicht ein halbes Jahr. Ein Jahr finde ich fast zu lang, muss ich sagen. Das Tolle ist auch für uns, dass er immer ansprechbar ist, dass er nie sagt, jetzt lass mich mal in Ruhe, ich kann nicht mehr, ich habe genug. Sondern er sagt immer wieder, fragt mich, wenn ihr was habt, zieht mich hinzu, ich bin da, ich bin für euch da. Helgo Meyer-Hamme ist ein Freund von Tobias. Er arbeitet eng mit den German Doctors zusammen. Manchmal kommt er zu Besuch. Nach Kalkutta führt ihn jedoch sein eigenes Projekt. Julius und Daniel absolvieren bei ihm ein Praktikum. Ich will mal sagen, wenn man jetzt hier eine Aufgabe hat, dann kann man das hier aushalten. Wenn man hier keine Aufgabe hätte, dann würde ich es hier nicht aushalten. Mhm. Sie leben auf ihm und von ihm. Millionen Menschen in Indien holen sich das, was sie zum täglichen Überleben brauchen, vom Müllberg. Ein unbeschreiblicher Gestank aus Tod und Verwesung, Moder und Fäulnis liegt in der Luft. Selbst die zugehaltene Nase nimmt noch genug Gestank auf, um den Magen in Alarmbereitschaft zu versetzen. Das erste Mal auf dem Müllberg vergisst keiner so schnell, auch Daniel nicht. Das erste Mal Müllberg war wie im Traum, würde ich sagen. Also ich war oben und habe das alles so realisiert und mich aufgesogen. Die ganze Busfahrt nach Hause dann ins Projekt zurück, habe ich so vor mich hingeträumt. Ja, ich finde, das ist ein magischer Ort irgendwie. Man kann das einfach nicht beschreiben, man muss da gewesen sein. Helgo Meyer-Hamme hat das Projekt auf dem Müllberg ins Leben gerufen. Es sind vor allem Kinder, manchmal sogar Babys, die er auf dem Berg antrifft. Dieser Mutter ist es unangenehm, dass sie gefilmt wird. Sie schämt sich. Doch die Arbeit auf dem Müllberg sichert das Überleben ihrer Familie. Eine andere Arbeit findet sie nicht. Die Kinder müssen mit anpacken, sonst reicht das Geld nicht. Ich bewundere die Menschen sehr, die da oben sind. Das sind tolle Persönlichkeiten. Der Berg aus Plastikflaschen, Kartons, Bauschutt, Gemüseresten und anderem verrottendem Zeug bringt ab und zu kleine Schätze hervor. Mit dieser kaputten Neonröhre wird der Junge zwar kein Geld verdienen, aber zum Spielen eignet sie sich perfekt. Die Kinder arbeiten auf dem Berg und tollen herum. In die Schule geht keines von ihnen. Das will Helgo ändern. And I'm Helgo. I'm Helgo. And you? Sachin. And what about school? Kela. Kela. What about school? No Kela. No school. No school? School? Writing? Reading newspaper? No. No writing? But you should go to school. Ich bin auf diese Kinder aufmerksam geworden durch einen indischen Mitarbeiter, der mich hierher geführt hat, als dieser Müllberg noch ein kleiner Hügel war.
aber trotzdem die Kinder genauso schon darauf gearbeitet haben. Und diese Kinder arbeiten den ganzen Tag, die können also nicht in die Schule gehen. Wenn die Kinder nicht in die Schule gehen können, dann können sie auch keinen Beruf später mal erlernen. Sie bleiben Tagelöhner und als Tagelöhner steht man in Konkurrenz zu Millionen anderen Tagelöhnern. Man wird sehr, sehr wenig verdienen und an vielen Tagen auch gar nichts. Das heißt, die Not in der Familie bleibt unverändert sehr, sehr groß. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die späteren Kinder dann wieder zur Arbeit geschickt werden müssen, ist ebenfalls sehr groß. Und um diesen Kreislauf der Armut einmal zu unterbrechen, bieten Helgo und seine Mitarbeiter den Eltern einen Ersatz für den Verdienst der Kinder an. Monatlich in Form von Lebensmitteln. Die Kinder können die Schule besuchen und irgendwann in dieser Stadt ein besseres Leben führen. In Kalkutta leben über 15 Millionen Menschen, die meisten in absoluter Armut. Die Howrah Bridge ist die meistbefahrene Brücke der Welt. Das muslimische Ghetto in Kalkutta ist extrem überbevölkert, die Lebensverhältnisse unwirtlich. Daniel wird auf der Straße bereits wiedererkannt, als Fremder zwar, aber immerhin ist er schon ein halbes Jahr hier. Die Arbeitslosenquote ist hoch, es gibt keine Perspektive. Menschen und Tiere leben auf engstem Raum miteinander. Im Ghetto gibt es so gut wie keine Polizeipräsenz. Trotzdem, Daniel fühlt sich hier wohl. Er wohnt in einem Hostel, zusammen mit einem anderen Praktikanten aus Deutschland und mehreren indischen Kindern. Die Kinder lernen Englisch, lesen und schreiben, bekommen ein warmes, vitaminreiches Essen. Und das Wichtigste, sie sind weg vom Müllberg. Hier leben jetzt 17 Jungs auf einer Etage, alles ehemalige Kinderarbeiter. Und die kriegen jetzt hier gerade Nachhilfeunterricht in Englisch, Hindi, Science und in allen Fächern, die sie so haben. 100% der Spenden fließen in die Arbeit vor Ort. Hätte Helgo gewusst, wie viele Steine ihm bei seinem Einsatz für die Kinder vom Müllberg in den Weg gelegt werden, er hätte es nicht gemacht. Die indischen Behörden stellten sich ihm in den Weg. Er wurde mehrere Male um sein Geld betrogen, auch von den eigenen Mitarbeitern. Trotzdem sucht er weiter nach Wegen, um zumindest einigen Kinderarbeitern den Schulbesuch zu ermöglichen. 1994 startet das Projekt, zunächst privat mit 25 Kindern. Ein Jahr später wird der Verein gegründet. Helgo mietet eine Wohnung, um den Kindern eine Unterkunft, Unterricht und eine warme Mahlzeit zu ermöglichen. Alles, was sie auf dem Müllberg niemals hatten. Voraussetzung für die Aufnahme eines Kindes, die absolute Bereitschaft, die Schulausbildung konsequent zu verfolgen. Damit die Kinder nicht sozusagen rückfällig werden, aber es gelingt in einer großen Anzahl von Fällen. Und je länger wir arbeiten, umso mehr Vorbilder gibt es auch von Kindern, die schon die Schule durchlaufen haben, die eine Berufsausbildung gemacht haben. Und das sind einfach Vorbilder, die die anderen, die kleineren Kinder, jüngeren Kinder und deren Familien überzeugen, dass es Sinn macht, die Kinder in die Schule zu schicken. Der 13-jährige Rohit. Seit 6 Jahren ist er im Projekt. Ihm ist bewusst, dass er jetzt ein anderes Leben führt, ein besseres. Daniels Aufgabe ist es, sich um die Schüler zu kümmern. Er macht mit ihnen die Hausaufgaben, spielt mit ihnen und sorgt dafür, dass sie nicht mehr auf den Müllberg zurückkehren. Er hat gerade gesagt, dass er früher auf dem Müllberg gearbeitet hat und aus der Nähe von Patna kommt. Das ist in Bihar, das ist einer der ärmsten Bundesstaaten in Indien. Von da kommen die Flüchtlinge, weil sie mit der Landwirtschaft kein Geld mehr verdienen können und versuchen dann hier auf dem Müllberg oben etwas Geld zu verdienen. Auf dem Müllberg hat es Rohit gar nicht gefallen. Jetzt muss er zwar fleißig büffeln, aber den grauenhaften Gestank, den vermisst er nicht. Hat recht lange gedauert, bis ich mich hier wohl gefühlt habe. So. Am zweiten Tag, als wir hier waren, ging der Monsun los und dann stand alles unter Wasser. Man schätzt, dass es in Indien 40 Millionen Kinderarbeiter gibt. Das Helgo-Projekt betreut in seinen 3 Standorten in Kalkutta 200 davon.
Diese Zahl erscheint verschwindend gering. Doch es steht jedes einzelne Kind im Fokus. Im Notfall wird seiner ganzen Familie geholfen. Wenn es einmal nicht mehr darum geht, um die eigene Existenz zu kämpfen, gibt es auch Platz für Träume. Also er würde gerne Militär machen, weil ihm unter anderem auch die Uniform sehr gut gefällt. Hier verbringt Daniel den Rest seiner Zeit in Kalkutta. Und das ist mein Zimmer, in dem ich ein Jahr lang lebe. Für die Zeit danach hat Daniel auch schon Pläne. Ich möchte mal Filmemacher werden. Was das betrifft, hat sich Daniel schon ins Zeug gelegt. Für seinen Dokumentarfilm Kolkata, India gab's von einer Skateboardfirma eine ganze Lieferung der fahrenden Bretter direkt in die Slums von Kalkutta. Rhythm correct. Maintain, please. Das indische Schienennetz ist das zweitgrößte der Welt. Mit der Eisenbahn werden mehr Orte erreicht als mit dem Flugzeug. Irmi ist auf dem Weg nach Chengail, einem Dorf etwa 40 Kilometer südwestlich von Kalkutta. Mit dem Zug geht es am schnellsten. Und schnell muss man vor allem beim Einsteigen sein. Nur eine Minute hält der Zug, länger nicht. Schnell. Und dann hieß es, oh, ihr habt eine Minute zum Einsteigen. Der Zug war schon voll. Ich habe gedacht, wir passen überhaupt nicht mehr rein. Eng ist es hier. Manchmal stehen die Passagiere während der Fahrt halb im Freien. In Europa undenkbar. Viel zu gefährlich. In Indien ist das normal. Oh. Ja, alle geraten. Nur eine Minute. Die Kühe laufen im Freien rum. Das erinnert Irmi an ihre bayerische Heimat. Ich glaube, jetzt sind wir in einem Großdorf, sowas wie Trostberg. Ist ja ganz schön was los hier. Aber man merkt, dass es irgendwie kein Stadtgefühl ist weg. Die Kinder auf dem Land fallen durch einen hohen Vitamin-A-Mangel und schlechten Impfstatus auf. Bei den Erwachsenen ist es vor allem eine schlechte Tuberkuloseversorgung. Gut 70 Patienten warten auf die zwei jungen Ärztinnen. Notfälle scheint es heute ausnahmsweise keine zu geben. Es können alle stehen zumindest, es haben uns alle angeschaut, es waren alle wach. Doch plötzlich kommt eine junge Frau in die Ambulanz. Ich sage, somebody's pressing my neck, throat. Somebody's pressing, yes, throat. Die 25-Jährige hat starke Schmerzen am ganzen Körper. Sie bekommt kaum noch Luft. Irmi holt sich Rat bei ihrer Kollegin. Seit 15 Minuten Kopfweh. Kribbeln oder Krämpfe der Hände. Do we have a plastic sack? And then you need to breathe in a bag, like this. Irina hat einen ganz anderen Notfall. Ein 6-jähriger Junge, der nicht mehr wiegt als ein 2-jähriges Kind. Ich habe schwere Bedenken, ob das Kind das überlebt. Es hat zurzeit 40 Grad Fieber und hat null Reserven.
ich denke, dass diese junge Frau ist, die halt wahrscheinlich irgendeine Form von Überforderungssituation steckt und sich so jetzt bemerkbar macht. Die Frau wird ohne Medikation nach Hause geschickt. Denn eine psychotherapeutische Behandlung gibt es in Indien nicht. Der Junge kommt ins Kinderkrankenhaus. Es wird im Akkord gearbeitet. Fast jedem Patienten kann mit einfachen Mitteln geholfen werden. Auf alles muss Irmi gefasst sein. Diese Patientin hat Verbrennungen vierten Grades. Ich finde den Kontrast so irre. Irgendwie die Vögel im Baum, die singen, dann irgendwie die Bäume, der Schatten. Wenn man die Augen zumacht, ist so Sommerstimmung. Und dann kommt so ein Patient im Auto und ich denke nur, wie krass, gehört sofort ins Krankenhaus. Richtig schwere Fälle können nur im Krankenhaus behandelt werden. Irmis Arbeitstag ist nicht vergleichbar mit ihrem Alltag in der Kreisklinik Trostberg. Ich fand es total spannend heute. Sicher, ich habe so ein paar Sachen jetzt, die mir noch so nachhängen, wo ich denke, vielleicht hätte ich es anders lösen sollen, vielleicht hätte ich dies oder das anders machen sollen. Das ist ja immer so. Also immer, wenn man was anfängt, kann man es nicht gleich perfekt. Aber es hat mir total Spaß gemacht. Also es war total interessant. Diese ganzen bunten Farben und Saris und Kleider wirbeln jetzt durch meinen Kopf. Täglich werden 400 Menschen untersucht und behandelt. Es gibt keine teuren Spezialmedikamente, dennoch sollen die Patienten so gut wie möglich versorgt werden. Die jungen Ärzte aus Deutschland sind voller Motivation und neuer Ideen. Idealismus und selbstloses Engagement aus vollem Herzen. Ohne diese Einstellung könnte so ein Projekt niemals funktionieren.